uns doch echt nochmal an, was Kino Plus zum Trailer zu Godzilla Kong zu sagen hat. Der Name ist so hart bescheuert. Da habe ich jetzt Bock drauf. Mit Steven Gätjen. Wir können wieder gerne einschätzen, wer was zum Trailer sagt. Das haben wir ja auch gemacht bei der Talkrunde zu Jurassic World Dominion. Daniel wird zwiegespalten sein. Daniel ist ja ein großer Godzilla-Fan. Obwohl er wird wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, das passt ihm nicht so ganz, was da abgeht. Und er wird auf jeden Fall Godzilla Minus One als Vergleich dazu herziehen. Steven wird es gut finden, glaube ich. Der geht da, glaube ich, so ein bisschen mehr mit Freude an sowas ran. Antje, wie immer, habe ich da keine Ahnung, ob Godzilla sowas ist, was sie ansprechen würde. Ich weiß auch nicht, wie sie zu Marvel steht. Das würde alles wesentlich einfacher machen. Ich glaube, wenn du Marvel-Filme geil findest, dann findest du auch den Trailer zu Godzilla Kong geil. Obwohl ich finde Marvel kacke, persönlich. Und finde den Trailer trotzdem gut. Keine Ahnung, warum Warner uns gern spoilert mit Batman wie Superman, Godzilla vs. Kong. Keine Ahnung, keine Ahnung. Es gibt auch Gerüchte, die behaupten, dass andere Menschen Strikes bekommen, weil sie angeblich spoilern. Und dann machen sie es aber selber. Ich schwöre euch übrigens, wenn im zweiten Trailer zu Godzilla Kong, der ja bald kommen soll, wenn da die beiden Bilder drin auftauchen, wegen denen ich einen Strike bekommen habe, werde ich es auf jeden Fall erwähnen. Da werde ich auf jeden Fall dann drauf eingehen. Das geht ja so nicht. Ich meine, klar, immer noch haben sie das Recht zu sagen, nö, das darfst du halt vorher nicht veröffentlichen. Aber ich könnte wetten, dass sie sogar im zweiten Trailer schon mit drin sind. Das wäre halt bitter. Das sehen wir aber dann. Ich werde es auf jeden Fall nicht ansprechen, aber ich werde einfach dann den machen. Also wenn die Bilder auftauchen, mache ich einfach unauffällig so. Und dann wisst ihr, um welche Bilder es geht. Okay. Gucken wir da mal rein, was Kino Plus zu Godzilla Kong zu sagen hat. Oh. Noch mehr Monster. Oh. Können wir gleich mal über die Serie sprechen. Moment. Oh, ich kann mich da jetzt ja dazu packen. Halt, wir müssen ganz kurz. Ich will auch Teil davon sein. Ich gehe jetzt einfach mal hier rüber neben Antje. Passt das so? Moment. Ich muss ganz kurz den Studio-Modus mal deaktivieren. So, ich will hier dazwischen. Muss nur die Bilder genauso groß kriegen. Das passt ungefähr, ne? Ist ungefähr okay. Gut. Damit bin ich jetzt auch Teil von Kino Plus. Sehr schön. Wie kann ich das denn? Ja. Sehr schön. Okay. Okay. Hat man dich schon mal Checker Tobi genannt? Nee, und ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Es ist von irgendeiner Kindersendung, oder? Keine Ahnung. Drück mal J. Was kommt denn, wenn du J drückst? Als ob ich einfach irgendwas drücke, nur weil du das sagst. Muss mir schon sagen, was dann da passiert. Okay, gucken wir rein. Ich muss noch die letzten zwei Folgen gucken. Ich habe den sogar schon gesehen, auf dem iPhone in der U-Bahn. Während der Geschichte der Menschheit. Den Trailer? Ja. Ich wollte gerade schon sagen, was hat die gerade gesagt? Ich habe den schon gesehen, den Film, auf dem Handy, in der U-Bahn. Oh Mann, Trailer. Ich finde, ich freue mich da derbe drauf. Existiere nur ich wusste. Auf der Oberfläche unseres Planeten. Also ich habe nur den einen Ausschnitt gesehen. Ja. Yeah. Jetzt kommt. Yeah. Hm. Das hier ist halt wirklich auch Shimo, ne? Mit diesem blauen Licht da unten. Was wir da eben gesehen haben. Yeah. Das da. Jetzt kommt die Hand. Boom. Ah. Aber fandet ihr die Hand beim Anfang nicht auch sehr befremdlich? Ich weiß noch, als wir den Trailer wirklich im Livestream geguckt hatten. Und da habe ich mal ganz kurz mit der Maus so übers Bild fahren müssen, um zu gucken, ob wir wirklich im richtigen Trailer sind. Ich dachte erst, es sieht doch aus wie Transformers. Auch gerade noch so mit Ägypten im Hintergrund, wie in Transformers 2. Aber nee, es ist Kongs neuer Handschuh.
Worin haben wir uns noch geirrt? Ja, das ist der Seismograph, oder? Ja, aber das finde ich geil. Das sind auch keine Warbats hier, ne? Das ist wieder irgendwas anderes. Die bauen, glaube ich, schon sehr viele neue Kaijus damit ein. Ich finde es ja ganz cool. Boah. Ich kann vorwegnehmen, dass mich der Trailer sehr an Planet der Affen erinnert, muss ich sagen. Den letzten Planet der Affen? Nee, eher an den neuen Trailer. Achso, den neuen Trailer. Was, vom CGI oder was meinst du jetzt? Vom Aufbau her? Hab ich jetzt nie an Planet der Affen gedacht. Ich meine, okay, gut, es geht wohl um Affen. Aber da wäre ich jetzt gar nicht zum Vergleich gekommen eigentlich. Das meine ich. Aber ich finde den Planet... Das ist so kacke. Mir hat irgendjemand von euch mal geschrieben, über Instagram, dass sie jetzt einfach aussieht wie die militante Veganerin. Mann. Hört auf, mir sowas zu schreiben. Das ist dann immer Kopfkino, wenn ich diesen Film sehe. Immer. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das meine ich aber. Das meine ich. Aber ich finde den Planet der Affen-Trailer fand ich nicht gut. Da kommt Zuko. Ob der seinen Vater wohl verrät? Keine Ahnung. Was denn jetzt? Och nein. Was war denn das für eine Reaktion von Daniel? Minilla wollten sie nicht rausholen. Ist es hier Ding? Minilla heißt der kleine Godzilla, genau. Ich sag euch, Duck wird zu Minilla. Minilla gibt's einfach hier nicht. Hier gibt's einfach Duck. Was eigentlich auch ein bescheuerter Name wäre. Hast du dann irgendwann Zuko versus Duck? Oh Gott, die werden das hoffentlich nicht gegen die Wand fahren, die ganze Geschichte. Uiuiuiui. Das ist nicht ja, dran. Das ist hier, ne? Rebecca Hall. Nee. Ja. Wie heißt der nochmal? Hier auch die Kristalle. Ach Gott, das ist so schwer hier zurückzuspulen, weil die so lang gehen, die Videos von denen. Auf jeden Fall, die Kristalle, die sahen hier auch anders aus als am Ende vom Trailer. Die sahen hier aus, als wenn die noch gerade frisch aufgeladen wären. Wie kann man denn hier mal... Nee. Moment. Ja. Wie heißt der nochmal? Hier in meiner Lieblingsserie. Dan Stevens? Downton Abbey. Dan Stevens, ist das so? Wer ist das nochmal? Dan's the Guest Downton Abbey. Ja, natürlich, ja. Und hier, ich bin dein Mensch. Und so. Ja, die haben inzwischen auch einen Namen bekommen, diese Hunde. Die heißen auch wirklich irgendwas mit Dogs. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die heißen. Minilla war immer einfach nur nervig. Ich habe Minilla noch nie in irgendeinem Film gesehen. Keine Ahnung. Ich hasse Minilla. Das sagen aber viele. Echt? Ich dachte, Minilla wäre so ein kleiner Fanliebling. Ist es der Jar Jar Binks oder was? Das Monsterverse? Müssen wir auf die andere Seite rüber, sonst sieht der Chat so blöd aus da oben. Das ist ein bisschen anpassen hier. Ein bisschen Ästhetik auch wieder hier reinbringen. Ich dachte, Minilla wäre echt so ein Fanliebling. Jeder hasst ihn einfach. Dann werden sie ihn nicht reinbringen, glaube ich, dann nicht. Den musste ich denken, ja. Ich bin ein Mensch. Okay, der... Und hier auch, also die Szene, wo wir Kong eben gesehen haben... Da war der noch jünger. Bei dem jetzt hier ist der auch schon wieder älter. Also da muss irgendwann ein Zeitsprung passieren. Und ich wette mit euch, dass Kong einfach eine ganze Zeit lang mit diesen anderen Kongs zusammenlebt. Und dann bekommen wir einen Zeitsprung und dann taucht Scar King wieder auf. Und dann passieren eben die Dinge. Da muss ein Zeitsprung passieren. Sonst wäre der ja nicht einfach mal grau. Ist jetzt vor allem in der Hollow Earth. Und da gibt's Menschen in der Hollow Earth. Ah ne, da leben jetzt Menschen. Kong allein kann das nicht aufhalten. Auch was das eben war, hat man auch nie geklärt, glaube ich, ne? Was da gerade so in den Boden reingeklatscht ist. Minilla und Millie Bobby Brown, ja, die ist ja wohl aber auch beim Cast mit dabei, ne? Millie Bobby Brown. Aber anscheinend ist die nicht wirklich im Film mit drin, Gott sei Dank. So eine nervige Person. Aber sie ist doch das Mädchen, die eigentlich Mothra, oder? Das hier. Da gehen immer welche davon aus, also ich ja im Endeffekt eigentlich auch, dass Godzilla hier in so einer Art Metamorphose ist und dann quasi aus eigener Kraft aus diesem Kokon ausbricht. Aber was, wenn das eben nicht so ist? Was ist, wenn Godzilla eingefroren wird? Wilde Theorie. Wir haben ja auch ein Spielzeug schon gesehen, wo Mothra mit drauf ist, ne? Das heißt, Mothra wird wohl im Film in irgendeiner Form eine Rolle spielen, ob es jetzt ein Flashback ist oder ob man nochmal auf die
das Ei von Mothra eingeht, das ja in Godzilla 2 gezeigt wurde. Meine Theorie ist jetzt neu, pass auf. Und zwar wird Godzilla im Kampf gegen Shimo eingefroren. Genau wie auch Ghidorah. Durch diesen Frostbite Breath. Und das, was wir jetzt eben hier sehen, ist diese pinke Energie, die wir auch in der Hollow Earth unten sehen, wo die Menschen auch stehen. Die Menschen erwecken in irgendeiner Form Mothra wieder und Mothra schafft es dann mit ihrer Energie, Godzilla in diese neue Form zu verwandeln und dann bricht Godzilla da raus und greift dann eben wieder ein. Ich glaube nicht, dass Godzilla hier wirklich sich selbstständig in dieses Eis begeben hat. Da glaube ich irgendwie nicht dran. Das wäre total dämlich, weil warum und wie vor allem? Nee, das ist das Mädchen, das Kong auf der Insel hatte. Genau. Jawohl! Boah. Aber das Lila ist schon eine harte Entscheidung. Das sieht doch geil aus, Mann. Oh, geil. Und es gibt einen neuen Rivalen. Ah, es gibt ein ganzes Affenvolk, okay. Deshalb Planet der Affen. Das sieht halt noch ein bisschen kacke aus hier. Ja. Ja, da war er aber im Gym und hat seine Oberarme ein bisschen trainiert. The New Empire. Wie heißt denn der Planet der Affen? Hast du auch? Ist das ein Mini-Kong? Ja, guck, Mini-Kong. Er sagt sogar Mini-Kong. Ist das ein Mini? Und als ob das so ein Zufall wäre. Das ist auf jeden Fall so ein Augenzwinkern. Na, habt ihr verstanden? Das ist jetzt hier euer neuer Son of Kong. Warum er dann liegen würde, meinst du? Vielleicht, weil er einfach den Kampf generell verloren hat und dann schon am Boden liegt und dann aber noch eingefroren wird, noch mit dazu. Das kann natürlich auch sein. Aber warum sollte Godzilla sich selber einfrieren, um in diese neue Form zu kommen? Das würde halt null passen. So von der Fähigkeit her allein schon nicht. Der kann das ja nicht. Seit wann kann er denn sich selber einfrieren? Und wie gesagt, Mothra ist neben einem Spielzeug mit dabei. Und diese ganze Szenerie, die wir in der Hollow Earth sehen, wo die Menschen ja auch irgendeine Rolle spielen müssen, wo alles so glitzert und wo auch dann dieses Mädchen so an die Wand rangeht und die Hand dahin hält und dann kommen diese Sporen da dran. Als ob das nicht ein Mothra-Verweis wäre. Und auch diese pinke Energie, das würde irgendwie Sinn ergeben, ich weiß nicht. Ich würde es lustig finden, wenn Godzilla wie Superman Laser aus den Augen schießt. Wart mal ab, ey, jetzt lachst du noch. Und in der Zwischenzeit muss dann eben Kong diesen Handschuh irgendwie bekommen. Ja, um dann eben Scar King mal mit so einer schönen Blitzfaust voll auf die Fresse zu hauen. Ja, weil Mini-Godzilla wollten sie jetzt wohl nicht ins Rennen schmeißen. Das hätte ich mir aber süß vorgestellt. Ja, du, ey, Manila ist auch super. Guck, Daniel mag Manila. Warum erzählt ihr mir, dass Manila scheiße wäre? Das ist, weil ihr alle keine Ahnung habt wahrscheinlich. Aber naja, ey, ich bin gespannt, ob sie das mit dem Lila beibehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das noch ändern werden. Das, jetzt in der Post noch? Ja, die Rücken. Vor der Film rauskommt. Die Rücken, ja. Warum? Weil die sich alle drüber beschweren, oder? Weiß ich nicht, ob sie sich überall drüber beschweren, aber ich weiß nicht, es ist ein bisschen... Ja, die Leute beschweren sich immer darüber, dass es pink ist und dass es zu Vogue wäre. Das heulen die Leute rum. Wenn das grün wäre, würde es keine Sau interessieren. Oder wenn es keine Ahnung was wäre, ey. Neongelb. Würde es auch keinen interessieren. Als ob die das rückgängig machen würden. Und wenn das mit Mothra zu tun hat, macht es sogar Sinn, dass er pink ist. Wenn Mothras neue Variante, das ist ja nicht original Mothra, das ist ja auch irgendwie auch dann das Kind von Mothra wieder. Wir kriegen hier die New Avengers langsam zusammen. Kind von Mothra, Dark und Zuko werden die neue Generation werden, der neuen Kaijus. Wartet ab. Und dieses Mothra-Tier ist irgendwie auch pink. Dann würde das alles Sinn ergeben. Auch warum Godzilla jetzt pink sein muss. Macht das Rodan nicht sogar auch in King of the Monsters? Was macht Rodan in King of the Monsters? Ja, aber das sieht nicht aus, als wäre das verpuppt. Das ist ja schon Eis. So wie das aussieht zumindest. Oder ja, vielleicht ist es auch. Aber ich glaube, das ist schon richtiges Eis.
Und es scheint so, als würde diese Energie, diese Pinke, wirklich von unten in dieses Eis reinkommen. Und dann bricht Godzilla ja erst aus. So als würde der befreit werden. Durch diese Macht der Kristalle von mir aus auch einfach nur. Aber diese Energie kommt erst in diese, in dieses Gefängnis rein, als Godzilla aber schon eingefroren ist. Und dann bricht er aus. Minilla kann Atomic Rings speien. Das stelle ich mir aber auch ganz cool vor. Das einzig Coole an Godzilla, wie ist der Dummer? Singular Point an der Serie von Netflix. Das war der Atomic Breath von Godzilla gewesen. Und da hat er auch am Anfang so Ringe gehabt. Radioaktive Energie aus der Erde beziehen. Rodan ruht doch in dem Vulkan, King of the Monsters. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, das wird irgendwas damit zu tun haben, ich schwör's euch. Wieso war Godzilla im Original Godzilla vs. Kong aus 62 auch im Eis eingefroren? Godzilla war in Godzilla oder King Kong gegen Godzilla hieß der ja damals im Eis eingefroren, weil Godzilla am Ende von Godzilla 2 war es, glaube ich, ne, wo er gegen diesen Angelos gekämpft hat. Da wurde doch Godzilla am Ende auch eingefroren. Aber nicht durch irgendeine Waffe oder einen Angriff oder so. Der wurde einfach nur ins. Wurde er nicht einfach nur ins Meer gelockt? Nee, auf dem ist doch dieser Gletscher eingestürzt oder so war das. Irgendwie sowas. Und deswegen war er halt da eingefroren gewesen. Das wird hier so, eine, so ein Augenzwinkern in die Richtung sein, aber das wird hier nicht so passieren. Wir haben jetzt einfach ein Vieh, also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, wir haben jetzt einfach ein Vieh, von dem wir wissen, dass es mit einem Eisstrahl innerhalb von Millisekunden ganze Ghidorahs einfrieren kann. Und dann haben wir da einen Godzilla, der eingefroren ist. Es ist halt nicht so schwer, oder? Das wird schon Shimo gewesen sein. Behaupte ich. Der Trailer, genau das, was ich mir wünsche. Ja, ja, ein bisschen zu grell. Aber ich, ey, mir, fein für mich. Also sollen die und halt so ein... total geflasht von dem Trailer gerade. Also. Vielleicht würde dieses neue Design von Godzilla auch so ein bisschen unterstreichen, was ich vorhin gesagt habe, dass jetzt Doug und Zuko in die Rollen von Godzilla und Kong switchen werden. Weil man jetzt damit einfach dann nochmal richtig frei drehen könnte. Und deswegen haben sie jetzt einfach gesagt, wir geben Kong eine neue Armwaffe, wir geben Godzilla eine ganz neue Form, weil die beiden eben dann beim nächsten Film langsam rausgenommen werden. Das könnte schon so sein. Der sieht, so doof das klingt, der sieht so nach, als wäre da so viel Handlung drin aus. Echt? Aber ich will doch keine Handlung haben da. Also ich muss eigentlich sagen, ich fand da erstaunlich wenig Handlung. Also außer, dass es halt ein Affenvolk gibt in der Hollow Earth. Aber die haben sich ja alle, die Menschen haben sich alle versammelt und ja, also Pläne schmieden und so. Ja, aber das hat auch irgendwas zu bedeuten. Also jetzt krasse Handlung glaube ich jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie tiefgründig alles wird. Ich glaube einfach, dass Kong bei seinem Affenvolk lebt und dann bekommen wir eben den Zeitsprung, der auch dann einfach erklärt, warum Kong jetzt älter ist dann später im Trailer. Dann taucht Scar King auf, legt sich mit Kong an, tötet vielleicht die gesamte Affengruppe da unten, mit der Kong zusammengelebt hat. Dann bricht er Kong vielleicht irgendwie den Arm oder der wird mit der Peitsche aufgerissen oder sowas. Deswegen bekommt dann eben Kong seinen Handschuh und dann taucht Shimo noch irgendwie auf, gerät in so einen Kampf mit Godzilla. Godzilla verliert aber den Kampf, wird dann eben eingefroren. Dann haben wir einen eingefrorenen Godzilla und eben einen geschwächten Kong. Dann müssen die Menschen in der Hollow Earth eben Mothra wieder erwecken, wie auch immer. Und dann kommt diese Energie von diesem neuen Mothra-Wesen in Godzilla rein und dann kommt er aus dem Eis wieder raus und Kongs Arm heilt dann auch wieder und der Handschuh bekommt dann eben eine Waffe mit diesen Blitzen und danach gehen die zurück in die Hollow Earth und machen Kong, Scar King und Shimo eben platt. So, das könnte so die Geschichte sein. Godzilla im Eisberg und Kong war im Berg und bricht aus oder wurde geweckt von 1962. In Final Wars ist Minilla einfach nur da und nervt. Ich muss mir den unbedingt mal reinziehen. Minilla. War es nicht so, dass die Skullcrawler auch in der Erde geruht haben und durch die Bomben der Soldaten wach wurden? Ja. Das stimmt, ja. Obwohl die auch schon kurz vorher wach gewesen sind. Es gibt ja diesen einen Comic, der ist Kanon zur Geschichte, wo man erfährt, wie Godzillas Eltern gestorben sind.
Und da geht es ja auch darum, dass irgendwie in der Hollow Earth so ein Krieg gewesen ist zwischen den Skullcrawlern und den Kongs. Und da haben aber dann nur zwei Kongs im Endeffekt überlebt. Und nicht, weil die Kongs schwächer sind als die Skullcrawler, sondern weil diese schiere Anzahl von diesen Viechern so gigantisch gewesen ist. Und die beiden Kongs, die überlebt haben, wurden dann später auch dann König und Königin der Insel. Und das waren eben die Eltern von Kong. Und die sind dann aber auch gestorben, weil die auch dann von Skullcrawlern später dann getötet wurden. Und dann kam aber Kong noch auf die Erde oder auf die Welt und so, ja. Aber was wäre zum Beispiel auch, wenn ein Scar King dafür verantwortlich gewesen wäre, dass die Skullcrawler überhaupt erst die Eltern von Kong angegriffen hätten? Durch Kontrolle oder irgend so einen Scheiß. Da könntest du nochmal einen schönen Bogen schlagen zu der ganzen Geschichte. Die hängen da halt rum, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass der noch bescheuerter oder beziehungsweise noch mehr Banane wird als die anderen. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ja von den dreien den letzten Godzilla vs. Kong, den fand ich am besten. Ja. Echt? Ich finde von... Das sind vier. Das sind... Oh, Moment, ich muss ganz kurz... Habe ich vergessen, den Strom reinzustecken. Wäre jetzt fatal gewesen. Habe ich natürlich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. So, es sind eigentlich vier Filme, genau. Kong Skull Island, Godzilla 2014, King of the Monsters und Godzilla vs. Kong. Und davon finde ich inzwischen wirklich Godzilla vs. Kong ist optisch der beste, aber vom reinen Plot her ist das ja der dümmste Bullshit. Sogar fürs Monsterverse ist das sau der dumme Film. Die hat wohl Skull Island nicht mitberechnet. Ja, naja, genau, hat sie nicht. Hat sie wohl nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, aber trotz allem, dass ich den generell am besten finde, ich meine, vom Look her ist der definitiv der geilste. Aber der Film, der bricht ja in sich selbst zusammen. Also es wird ja im Film selber wird ja eine Regel aufgebaut und im selben Film auch dann gleichzeitig wieder gebrochen. Und dieses ganze Godzilla ist jetzt ein Idiot und versucht Ghidorah zu finden, obwohl Ghidorah eigentlich gar nicht mehr da ist. Bah, ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd. Aber ganz kleiner Spoiler. Nee, mache ich in einem extra Video. Zu Monarch, wer es noch nicht gesehen hat, auf Monarch gehe ich nochmal genauer ein, in einem extra Video. Monarch bezieht sich aber tatsächlich, hätte ich niemals gedacht, auf Godzilla vs. Kong. Und das, obwohl die Serie Monarch nach Godzilla 2014 spielt. Godzilla ist auch durchgeknallt, das stimmt schon. Der hatte angenehm wenig Handlung. Ja, ich kann mir nicht vorstellen. Ich gehe so und so rein. Ich gehe auch rein. Also das ist für mich gar keine Frage. Aber vorher solltest du dir noch Godzilla Minus One angucken. Da habe ich jetzt... Nee, vielleicht solltest du dir Godzilla Minus One erst nach Godzilla Kong angucken. Weil, ja... Sonst könnte es, je nachdem wie der Film halt wird, ne, Godzilla Kong, könnte das sonst böse werden. Wollte ich unbedingt. Und dann haben sie jetzt ja im Release noch weiter ausgebreitet. Ja, ja. Sie dürfen, also Godzilla Minus One darf wohl bis Januar laufen. Aber ist der mit Untertiteln? Oder sowohl als auch. Es gibt... Also wir haben ihn damals in Deutsch gesehen gehabt, im Kino. Und im Deutsch hat der Hauptcharakter einfach die Stimme von Ruffy aus One Piece. Ja. Eine deutsche Fassung und es gibt, also sie zeigen sowohl die deutsche Fassung als auch japanisch mit Untertiteln. Aber ich habe halt gehört, dass die deutsche Fassung nicht so geil sein soll. Also wenn... Na, das ist Bullshit. Das ist... Na, komm, ey. Aber das ist auch so eine Kino-Plus-Krankheit. Öfter mal. Immer dieses... Also ich gucke Sachen im O-Ton und das Deutsche ist nicht so gut, das stimmt nicht. Wir haben in Deutschland haben wir super Synchronisation in Deutschland. Was halt nur bei so asiatischen Filmen oder gerade japanischen Filmen eben auffällt, ist, dass... Die overacten halt immer sehr extrem, ne, die Japaner. Das merkst du halt dann schon, auf die deutsche Synchro dann eben noch draufgelegt, aber an sich ist die super, kann man gar nichts gegen sagen. Wenn ich eine Empfehlung geben kann, dann würde ich fast schon sagen, japanisch mit Untertiteln. Nein. Ja. Weil also die deutsche synchronisiert soll, ist, oder? Die deutsche soll halt eher, also die soll das ganze Drama und so weiter der Figuren nicht wirklich aufgreifen. Und das ist bei dem Film aber schon relativ wichtig. Viel und wichtig. Okay. Aber guckt euch doch einfach mal an aus Interesse auf Deutsch. Einfach mal angucken und ausprobieren. Das ist so nicht so schlimm. Die Lippen bewegen,
Bewegungen passen meistens. Achtest du echt auf die Lippen bei so Filmen? Ich habe noch nie in meinem Leben bei einem Film auf die Lippen geachtet, ob das passt. Da wirst du ja immer enttäuscht sein. Da musst du ja jeden Film im O-Ton gucken. Das ist mir jetzt hier nicht so krass aufgefallen. Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ja gut, ey, trotzdem probier es halt einfach aus, finde ich. So, Japanisch mit deutschem Untertitel weiß ich halt nicht, ey. Guckst du vielleicht Anime, aber doch kein Godzilla Minus One, finde ich jetzt persönlich. Ja, wenn es halt jemanden stört oder wenn es jemandem auffällt, klar, warum nicht, dann guckst du halt auf mir aus dem O-Ton, aber... Ich habe auch schon gehört, dass Leute gibt, die meinen, der Film wäre langweilig, weil er zu viel Handlung hat. Musst dir mal überlegen. Das ist dann die TikTok-Generation. Also der Film erzählt ja eine Geschichte. Da hat mich schon ein bisschen gelangweilt. Der Film ist langsamer als andere Godzilla-Filme wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem geil. Monarch, ne? Also wir haben eine Podcast-Folge, wir haben Bada Binge drüber gemacht. Also über Monarch, über die Serie? Ja, also wir hatten zu dem Zeitpunkt nur die ersten 8 Folgen gesehen. Ich bin jetzt gespannt. Die letzten 2 sind jetzt wohl auf dem Presseserver online und die werde ich mir hoffentlich am Wochenende... Ich habe so viel zu Monarch zu sagen. Ich habe da so viel zu sagen. Wir müssen da unbedingt, ich werde da auf jeden Fall ein Video dazu machen. Okay. Aber was ist denn deine Meinung? Ich fand's ganz gut. Also ich finde, der Einstieg war super. Dann flacht's ein bisschen ab. Ja genau, ohne jetzt zu spoilern, diese ganze Geschichte da im Eis, ne? Ja, fand ich auch nicht so. Geil. Ich habe mit dem Pandaman zusammen, habe ich auch Monarch geguckt. Ich glaube, sogar im Livestream haben wir das geschaut gehabt. Und diese Folge mit dem Eis, ich meine, ob er meint Folge 4, könnte ich wetten. Folge 4 geht einfach eine Stunde lang und führt einfach nirgendwo hin. Also, wenn du Folge 4 rauslässt, bist du am selben Punkt, wie wenn du sie geschaut hast. Das ist so krass einfach. Die laufen wirklich nur im Kreis in der Episode. Darum geht's in der Episode, dass die irgendwie, ich will jetzt hier nichts spoilern, aber die kommen genau da wieder an, wo sie angefangen haben. Diese Folge macht null Sinn, überhaupt gar nicht. Das ist schon geil gewesen, ey. Was haben wir uns kaputt gelacht und auch geärgert gleichzeitig. Naja. Wird besser. Aber es wird besser. Okay. Also wie gesagt, und dann finde ich es gut. Also weil grundsätzlich hatte ich da Interesse dran. Der Einstieg, die erste Folge dachte ich so, okay, das geht. Ja, ja. Und dann war es mir auf einmal zu viel wieder hin und her. Es sind so 2-3 Folgen, die sind gut. Und dann geht es ein bisschen in die Sohle und dann würde ich sagen so 6, 7, 8, da steigt es dann. Ja, Monarch versteift sich einfach sehr stark da rein, versuchen, eine komplizierte Geschichte zu erzählen, aber so unnötig kompliziert. Also du hast da einfach auch so Beziehungsdramen mit drin, wo ich mir auch denke, warum? Irgendwie, dass dann die Hauptfigur A ist mit Hauptfigur B zusammen gewesen, aber auch Hauptfigur B hat nebenbei noch einen betrogen und Hauptfigur C in der Vergangenheit ist eigentlich die Urgroßmutter von Hauptfigur Y, weil die hat in der Vergangenheit mal mit dem was gehabt, weil der hat die eigentlich auch mit ihm betrogen. Und dann switchen wir irgendwann und ich denke mir, warum erzählt ihr mir das jetzt gerade? Das ist ganz, ganz krass. Ich muss da unbedingt ein Video drüber machen. Das ist so eine komische Entscheidung, so eine Geschichte so zu erzählen. An und wir sind halt bei 8 auf einem Punkt geendet, der halt wahrscheinlich auch jetzt hier mit der Hollow Earth eine Menge zu tun hat. Mhm. Ich weiß halt noch nicht, wie es weitergeht, so, aber wie viel gibt es? 10? 10. Aber ich hoffe und ich hoffe wirklich drauf, dass es am Ende in der Hollow Earth nochmal richtig ordentlich aufs Monstermaul gibt. Das kann ja nur besser werden als in Moonfall. Das war die letzte Hollow Earth im Kino. Stimmt, aber das war ein Hollow Moon, oder? Ja, stimmt, genau. Moonfall, der Roland Emmerich-Film. Ja. Ah, kann man schon mal verwechseln. Ey, ich wollte den gucken und dann hat keiner, also haben alle zu mir gesagt, das darfst du nicht. Zu Hause. Das darfst du nicht. Mach das nicht. Ja, denke ich mir aber auch so oft, wo ich mir denke, warum nicht? So schlecht kann der Roland Emmerich ist doch immer dasselbe. Am Moonfall war echt extrem schlecht. Manchmal gibt es auch komische Kritiken. Zum Beispiel Eves beschwert sich, dass das MCU sich mit den unterschiedlichen Witzen nicht mehr ernst nimmt. Obwohl er Guardians of the Galaxy... Ja, das MCU macht halt dumme Witze. Das ist dann eher so das Problem. Die Witze funktionieren einfach nicht. Ich finde auch Guardians of the Galaxy macht nur dumme Witze. Ich finde das jetzt auch nicht unbedingt schlau. Aber das ist da die Kritik, glaube ich, an Marvel. Dass du, keine Ahnung, dass du halt eine Figur reinbringen musst wie Thor. Und der hat halt einen Cape. Und dann musst du 5-mal in einem Film erzählen, wie dumm es eigentlich ist, ein Cape zu haben. Wie lächerlich. Und haha, ich brauch's halt auch nicht. Du kannst ein Universum trotz Witz und trotz
dass man auch merkt, okay, man macht hier ein bisschen Unsinn, immer noch ernst nehmen in einer bestimmten Art und Weise. Das geht schon. The Suicide Squad fand ich auch den überbewertesten Film seit langem. Ich habe den dann auch gesehen und dachte mir auch, das ist doch ein, also der ist jetzt nicht so krass. Den kann man sich mal reinziehen, aber das war's dann auch. Das MCU macht aus Comicbuchfilmen Disney-Filme. Ja, die Comics sind aber echt viel geiler. Die Comics können doch viel mehr. Marvel geht halt immer in diese familienfreundliche Richtung und da muss immer alles schön und lustig sein und das passt einfach nicht immer. Das hast du auch bei Guardians 3 immer wieder gehabt. So bestimmte Szenen, die einfach total ernst waren, die emotional waren. Und da gibt es dann einen Cut und dummer Spruch. Ich finde das immer blöd, keine Ahnung. Da verstehe ich Eve auf jeden Fall. Was MCU macht, das haben wir eben gerade schon gelesen. Machen wir weiter. Den wunderbar machen. Nee, aber da macht er ja von den Schauwerten. Ja, das stimmt auch wieder. Aber der ist halt schon, der ist schon ein bisschen doof. Ja, der ist halt super dämlich. Ich bin auch ein bisschen doof. Okay. Vielleicht macht Minus und Minus Plus. Ey, ich muss sagen, ich hatte jetzt auch nicht so die schlimmste Zeit, als ich den im Kino gesehen habe. Achso, okay. Ja? Ja, gut. Er wird halt plötzlich was ganz anderes, ja, als man denkt. Aber. Ja. Okay. Ja. Sind wir mal gespannt. Aber gut für einen Film. Wird ein Rom-Com-Musical draus. Sind wir gespannt, ob das bei dem nächsten Trailer auch so zutrifft, weil ich glaube, wir könnten jetzt mal, ja genau. Oh. Ach, sind wir schon raus bei Godzilla Kong? Okay. Interessant, also Steven freut sich auf jeden Fall drauf, Daniel ist gespannt und Antje mochte einfach Godzilla vs. Kong am meisten, dann wird die da auf jeden Fall auch mit reingehen.